Ja, hallo, wir sind heute bei einem fast historischen Moment. Wenn ich so in die Runde schaue, ist ja wirklich historisch. Und zwar bei der 200. Ausgabe von Local Heroes hier im Rockhaus. Wir stehen hier direkt vor der Bühne, wo alsbald diese drei Herren die Bühne entern werden. Und ich freue mich jetzt sehr, Robert, Stuzi und Max begrüßen zu dürfen. Erstmal hallo. 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 Hallihallo. Robert, ich fange jetzt gleich mit dir an, weil ich finde es ja herrlich heute. Du bist ja eigentlich nicht wirklich in erster Linie Musiker. Ich bin in erster Linie Lichttechniker und Lichtdesigner und habe beschlossen, zur 200. Ausgabe der Local Heroes, von denen ich sehr viele beleuchtet habe, mal selber zu versuchen, wie sich es auf der Bühne anfühlen könnte. Wie ist es denn bitte dazu gekommen? Ich habe erfahren, es gibt die Veranstaltung, die 200. Und da habe ich den Dejo gefragt, darf ich auch eine Nummer spielen? Hat er gesagt, wir sind schon ziemlich voll. Habe ich gesagt, okay, dann spiele ich zwei. So macht man es richtig. Eine Nummer habe ich schon gehabt, die zweite habe ich für heute geschrieben. Ja, so ist es zustande gekommen. Das heißt, Premieren über Premieren. Das ist erwartet. Kann man sagen. Premiere ist es ja auch, weil Local Heroes ist ja eigentlich eine Urinstitution, was Salzburger Musik betrifft. Wenn man von Urinstitutionen redet, muss man fast auch den Namen Stuzi erwähnen. Eigentlich der Salzburger Musiker, oder? Danke, nein. Danke, ja, nein? Nein, nicht der Salzburger Musiker, aber einer der. Ja, einer der schon, aber natürlich. Einer, der schon der. Sicher sehr, sehr lange in der Szene ja, ist. Ja, das schon. Das ist definitiv. Warum hast du bitte 200 Ausgaben gewartet, bis du bei Local Heroes auftrittst? Das ist das Problem, dass ich so alt bin. Dass, wie das angefangen hat, die Local Heroes gibt es ja nicht so lang, das gibt es ja keine 20 Jahre erst. Und da war ich ja schon praktisch Superstar. Da kann ich nicht, tralala. Das hat, vorher hat es ja Salzrockkassen, diese Veranstaltung. Da war das noch im Stadtkino. Im Stadtkino und im Kolping-Saal, damals in der Franz-Josef-Straße noch. Da haben wir natürlich gespielt. Da war das unser Sprungbrett damals. Und aus diesem Salzrock, was ja ein super Name war eigentlich, ich finde das ein super Name. Salzrock finde ich ein super Name. Warum das eigentlich geändert hat, weiß ich bis heute nicht. Aber dann waren wir einfach schon zu alt und ich weiß, es hat sich irgendwie nie ergeben. Ja, aber ich finde das super. Du bringst so einen frischen Flair. Ja, danke, also, genau. Ja, nein, ich freue mich sehr, weil das ist ja eben, also so schließt sich der Kreis und solche Sachen. Genau, und also ich finde es total schön, dass mich der Deji an mich gedacht hat heute auch. Das ja, muss man sagen. Ich finde das großartig. Ja, muss ich auch sagen. Dann gebe ich, oder gibst du bitte das Mikro gleich weiter an den Max. Es ist ja so, du wärst ja eigentlich mit später an der Bar. Genau, leider. Leider nicht. Leider nicht, die verschiedenen Krankheiten, die so rum kursieren. Verschonen auch später an der Bar nicht. Leider. Aber es ist ja wahnsinnig praktisch, dass der zweite Band auch. Genau, dementsprechend spielen wir heute mit Gastophon und es freut uns, dass wir bei dem 200. trotzdem mit dabei sind, weil es natürlich quasi schon legendär jetzt. Es ist jetzt schon legendär. Ja, und Heinz bitte sowieso noch legendärer. Gastrophon hat ja auch eine sehr spezielle Beziehung zu Local Heroes. Ihr hattet bis jetzt ein Konzert? Wir haben einmal hier gespielt, ja, und es war cool. Klar, die Veranstaltung ist immer super, unter perfekte Bedingungen spielen. Das hat man sonst eigentlich selten, weil sonst hat man öfter die kleineren, verrauchten Clubs ohne Tontechniker und so weiter. Und das ist hier natürlich dann immer cool, im Haus zu spielen. Ja, und noch dazu mit einer quasi neuen Band. Das war letztes Jahr im Mai, wenn ich es recht erinnere, oder? Genau, das war so, da haben wir gerade die Songs geschrieben gehabt, die neuen. Und wir haben jetzt weitergearbeitet, jetzt präsentieren wir heute wieder neue Songs. Nein! Ja. Es gibt eben Premieren über Premieren. Deswegen Premieren. Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Ganz kurz noch zu Gastrophon, nachdem es so neu ist, man muss fast fragen, was machen Gastrophon? Was ist ein Gastrophon eigentlich? Ein Gastrophon, das ist das Instrument, das Gaston Lagaffe spielt. Das völlig absurdeste, lauteste Instrument der Welt. Okay. Das ist ein Gastrophon. Ich wollte gerade sagen, und wird das dann auch sich musikalisch auf der Bühne Wir sind völlig absurd laut und einfach reinhören. Wir haben den Soundcheck gehört. Wir haben Soundcheck gehört, sind laut. Ja. Ja, gut, dann wird es prinzipiell sehr, sehr, sehr laut werden. Aber Robert, jetzt nochmal ganz kurz zurück. Wer macht denn bei dir das Licht? Mein charmanter Kollege Stoffel, den habe ich extra engagiert für die beiden Nummern, die ich spielen werde. Gott sei Dank. Er hat ein Konzept entwickelt. Ich musste ihn bremsen, weil er wollte alles von
Tänzerinnen auf der Bühne, Explosionen, fliegende Saurier. Er hat das alles geplant. Ich habe gesagt, Stoffel, keep it simple. Okay, das heißt, was wird dann kommen? Ein Robert auf der Bühne? Ein Robert auf der Bühne, ganz schlicht, ganz dezent. Der Robert. Ach, ich könnte jetzt so viel vorgreifen schon, aber das mache ich nicht. Mach's ihr nicht. Werdet bald eh auf der Bühne zu sehen sein. Stutzi, was gibst du eigentlich zu deiner Local Heroes? Verteidigung. Du unterstellst mir ständig solche Sachen. Was du zu deinem Debüt hier beim Local Heroes präsentieren wirst? Ja, ich mache es ähnlich wie die anderen zwei. Ich finde, dass immer, wenn man in der eigenen Stadt ist, kann man total gut ausprobieren. Also man kann die eigene Stadt wie so eine erweiterte Familie sehen und einfach Sachen, die man das Neue noch keinem gezeigt hat, kann man jetzt dieser erweiterten Familie, weil es eh wurscht ist. Man kann sie auf der Bühne einfach wirklich gehen lassen. Die kommen ja nicht, weil man so... Es ist einfach ein anderes Flair, wenn man in der eigenen Stadt spielt. Und man darf das nie so sehen, ich muss die eigene Stadt erobern. Die sieht man die letzten 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre schon. Die sind nicht, der kommt jetzt, sondern so 30 Jahre im Dienst der Rockmusik. 30 Jahre im Dienst der Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Nichts im Zufall wird überlassen. Und darum werde ich auch eigene neue Songs spielen, die nicht mal ich richtig kann. Großartige. Ja, das ist eben ein bisschen der Stress, den man sich dann selber macht, weil man es selber noch nicht kann. Weil sie so neu sind. Ja. Und dann hat man, wie gesagt, ein bisschen einen Stress auf der Bühne. Ja, finde ich super, weil dann überrascht du dich quasi und dich selbst auch. Ja. Also, und das Gute ist, es kennt keiner, also kann ich machen, was ich will, weil es eh wurscht ist. Und kannst sagen, das ist kehrt so. Das ist miese Tricks, mieser Rocktrick, aber ich muss es halt so machen. Stutzi, ich nehme mir das jetzt heraus und sage, du darfst das. Danke. Ja, aber es wird okay werden, glaube ich. Wird okay, wird man es sich anhören können. Ich glaube. Das wird gut. Super, ihr müsst eh bald auf wir die Bühne. Wir sind extrem genervt. Wie sagt man das? So? Nervenbündel. Okay. Nervenbündel. Ja. Ja. Vor allem bei mir fängt es jetzt langsam an. Ja. Zu Recht. So richtig. Ja, außerdem geht es dann, auf die Bühne und wie gesagt, Premieren. Gibt es noch abschließende letzte Worte? 200 Jahre. I want to thank my producer and Jesus Christ. Ja, danke, einfach danke. Ja. Dieser ganzen. Dann wünsche ich euch und uns viel, viel Spaß und freue mich auf laut, neu und Licht. Licht. Genau. Licht in Form von Lichtbezogen. Musik. Lichtbezogen, das wird schön. Zum Teil. Also man darf gespannt sein. Diese drei Herren werden jetzt nacheinander oder die Bühne entern. Viel Spaß!
Danke. Wir sind zwar später an der Bar, aber trotzdem Gastrofon. Hush, hush, when you touch me, woo-woo. You tell me everything.
Ich habe Angst vor neuen Wegen.
Dankeschön. Dankeschön. Es wird laut, oder jetzt? Du wirst den nächsten Mal ein bisschen ruhiger. Ein kleiner. Mehr drin. Ja, da ist. Großartig. Ja, gut geklaut ist die halbe Miete. So, die nächste Nummer ist von dieser Woche, möchte ich sagen. Und die stresst mich eigentlich am meisten. Stress natürlich nicht, aber ich kann es nicht. With you, me and you, time.
should live by the water now when the tide comes in. Drowning in the love, the big and thin. Spinning around and round till the water's out. Spinning around and round. I know that I. As long as the sun keeps shining, I keep wanting you. As long as the rain keeps pouring down on me, down on you, pouring down, 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 down. We should live by the water now when the tide comes in. Drowning in our love, the big and thin. Spinning around to the water sand. Spinning around and round, around and round and round. By the water now till the tide comes in. Keep drowning in our love, the big and thin. Spinning our hearts around till the wall of sand. We keep spinning around and round till the wall of sand. We keep spinning our hearts around. Vielen, vielen Dank. Es kommen noch großartige Bands. Es ist so ein Riesenprogramm. Stresst echt. Hier, eine Nummer darf ich noch spielen. Das ist was wirklich Älteres, aber auch nicht so alt. Von unserem 2002er Album. Yeah.
Der mir da den fetten Sound auf die Bühne gezaubert hat. Danke. Hinten am Mischpult, der den Monsterjob für heute macht. Christoph, Dankeschön. Der hackelt wirklich als einziger von uns. Und beim nächsten ist es halt schwierig, der nach mir kommt. Ist es also ein Typ? Wie soll ich sagen? Wie sage ich es durch die Blume? Ist also der Typ, der so. Er ist immer da. Eh nett. Ein Held, möchte ich sagen. Und für uns alle, auch für euch, weil er ist der unbedankte Held. Außer der Putzkolonne. Aber ich freue mich ganz riesig, dass ich diesen Herrn jetzt ansagen darf. Wir nennen ihn The Robert. Und er gibt sein Debüt bei den Local Heroes auf der Bühne. Sonst ist er immer lange hinter der Bühne, den ganzen Abend. Und ihr seht immer das, was er macht, aber ihr hört es nicht. Wo ist er? Mr. Roberto. Was denn? Was denn? Er ist immer nicht da, weil er Hand lässt sie bitten. Das gibt's überhaupt nicht. Nach dem Stutzi auf die Bühne zu gehen, ist das Beste, was mir passieren kann. Weil der legt mir die Latte so hoch, da passe ich super unten durch. Die Nummer, die vorletzte, mit der ich anfange, möchte ich gern einem Großteil der Bands widmen, für die ich in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten das Vergnügen gehabt habe, Licht zu machen. Manche waren ausländische Bands, deswegen ist der Song auf Englisch. A little less bottom on the guitar, please. Fighting the darkness for many a year. For local heroes, for big names, for bands from far and near. But one thing still amazes me, I like to tell you now. So give me just a minute before I leave with a bow. They always just say thank you to the sound guys. They never think of the one who's doing the lights for them. They always just say thank you to the sound guys. They never think of the one who's doing the lights. Imagine this stage without any lights. No color, haze, strobe, no blinders in your eyes. One hit on the blackout button. And all the magic is gone. Remember who's got the power? I'm the one.
Okay, genug der Zitate. Die letzte Nummer stammt aus einer Produktion, die ich voriges Jahr gemeinsam mit Naina Bhatt, einer indischen Tänzerin und Choreografin, auf die Bühne gebracht habe. Die Naina ist heute leider nicht da, deswegen kein Tanz, dafür nur die eine Musiknummer draus. The picture in the bubble, but that's not me. I tried to write something while she walked out to pee. One of the hand gestures is called mushti. Don't Robert me. Don't Robert me. About truth and lies, about cakes and pies. Miracles only happen when nobody cries. The dancer in the dark you can't see. Don't Robert me. Don't Robert me. Love letters in a living room didn't make it number one. If you lose power, you also lose fun. 126 is the color that you see. Don't Robert me. Oft genug gehört, ich glaube, ihr kennt das jetzt auch schon, oder? Don't Robert me. Don't Robert me. Stoff ein bisschen mehr Licht ins Publikum. Super. Don't Robert me. Bitte macht's weiter. Robert me. Ich möchte mich beim Rockhaus bedanken für die Einladung. Danke Norbert für den Sound auf der Bühne. Danke Christoph für den Sound. Hey, und Stoffel, danke fürs Licht! Danke, dass ihr gekommen seid! Ich gehe jetzt wieder arbeiten.